Ich komme zum Tagesordnungspunkt 15, die zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und dem Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten, 21. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags, Drucksache 9306 zu 9164, beide aus 20. Und für Berichterstattung bitte ich Herrn Frömmrich, der steht schon am Pult. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Beschlussempfehlung und Bericht des Ältestenrates. Der Ältestenrat empfiehlt dem Plenum, den Dringlichen Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen, einstimmig. Herr Frömmrich, vielen Dank für die Berichterstattung. Auch hier haben wir keine Aussprache vorgesehen. Deswegen trete ich sofort in die Abstimmung ein. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist offensichtlich das ganze Haus, keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen. Damit ist der Entwurf zum Gesetz erhoben.